Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wie versprochen, heute die allerletzte Folge von Seven vs. Wild, Folge 16. King of the Jungle heißt die Folge. Ich freue mich unfassbar doll. Das ganze Ding ist jetzt echt so zu Ende gegangen, dass Stand jetzt alle fünf drin sind. Wir haben nur noch diese Folge und in dieser Folge ist auch die Abholung. Also werden, es ist ja die Nacht quasi auch schon rum. Es werden alle, die jetzt noch drin sind, es geschafft haben. Ich bin super gespannt. Ich freue mich so auf die Abholung, auf das Wiedersehen. Wir haben auf dem Behind der Scenes-Kanal von Dave noch einiges nachzuholen. Werden wir uns auch alles ansehen. Keine Sorge. Erstmal die Folge jetzt. Ich freue mich richtig drauf. Ich will gar nicht so viel labern. Ihr wollt eh nur meine Reaktion auf die Folge sehen. Ich freue mich unfassbar doll drauf. Folge 16. Es wird so krass, ne? Es wird so insane krass zu sehen, wie die abgeholt werden, wie die sich freuen. Die Reaktion, ich hoffe auch, ich hoffe wirklich, ich bete, dass Knossi als allerletztes abgeholt wird. Damit alle abgeholt werden. Also ich hoffe erst Fritz, dann Otto. Oder erst Otto, dann Fritz. Dann Joris, dann Sascha, dann Knossi. Das wäre so die Reihenfolge, wo die immer wieder diesen Moment haben von wegen, warte mal, der ist auch noch drin? Warte, der ist auch noch drin? Da freue ich mich drauf, Mann. Let's go. I am here for it, Junge. I am so fucking here for it. Okay, warte, wir starten noch in der Nacht. Okay, ja, starten noch in der Nacht. Bei Fritz, okay. Starten noch in der Nacht. Okay, ich dachte, wir starten am Morgen schon tatsächlich. Okay, aber es wird gerade morgen. Ja, auf jeden Fall eine Zeitrafferaufnahme von Fritz. Die hat er oft gemacht, die waren cool. Fritz hat oft eine Zeitrafferaufnahme gemacht. Yes, okay, es wird Tag. Holy shit. Der letzte Tag, Tag 8 ist jetzt schon. Es ist jetzt schon Tag 8. Boah. Also Fritz auch kaum gepennt quasi, ne? Kaum gepennt, der Mann. Boah, das ist schon krass. Tag 8 hat angefangen, die werden abgeholt. Pünktlich zum Sonnenaufgang, naja, Sonnenaufgang kann man das nicht nennen, krass. Es wurde hell. Kommen jetzt trotz des Starkregens die ganzen Viecher wieder raus. Man kann durch die Uhr nachstellen. Jetzt sind sie alle da und jetzt wollen sie wieder essen. Es gibt Frühstück. Und ich weiß jetzt, warum das seit über 2-3 Stunden lang regnet und ich hier in meinem eigenen Saft liege. Na klar, die Insel weint, dass es vorbei ist. Verständlich. Sie weint, ja, dass heute. Verständlich. Der Tag gekommen ist, an dem die Abholung stattfinden wird. Wir haben gerade noch absolute Flut. Und wenn die Flut zurückgegangen ist Richtung Ebbe, dann sollte es soweit sein. Aber boah, vorher lassen wir uns noch ein bisschen berieseln und weinen auch ein bisschen dem Ende entgegen. Junge, ich bin so gespannt. Ich kann es gar nicht beschreiben, ne? Ich freue mich so krass zu sehen, wie die abgeholt werden einfach. So, da hinten. Genau in dem Gebiet müsste irgendwann heute im Verlauf des Tages ein Boot auftauchen. Oh ja. Also ich schätze mal, wie gesagt, dass es ein Boot ist. Wenn es ein Heli sein sollte, was ich nicht glaube mit dem ganzen Zeug und alles, dann höre ich den eh. Eigentlich gibt es nur die zwei Varianten. Muss ein geiles Gefühl sein. Das waren echt 7 beschissene Nächte. Vor allem Fritz weiß ja nicht, wer noch drin ist. Das ist für mich das Spannendste. Dass halt Kandidaten untereinander nicht wissen, wer drin ist, wer nicht mehr drin ist. So sehen meine Hände von heute Nacht aus. Und was echt noch krass ist, hier von diesem Baum des Todes. Da kann er nicht so ranzoomen mit. Das ist aber echt das eine ist Verbrennung. Irre, was das für eine Verbrennung ist. Krass, Alter. So richtig wie. Wie verätzt die Haut. Ja, genau das so. Ist jetzt schon echt ein paar Tage her. Das sieht also einfach krass aus. Richtig verätzt. Weg, kaputte Haut. Boah, ich freue mich so. Und ich weiß noch nicht mal, wo das genau passiert ist. Ich werde diesen Platz vermissen, muss ich sagen. Doch, ich würde alles wieder so wie vorher machen. Ich würde auch wieder oben mein Krähennest da oben. Es war schon geil bei Otto. So, Otto, warum hast du keinen Shelter gebaut? Otto, geilen Content Pflanzen geliefert. Drüber, das dicht gemacht und sowas. Nee, alles gut. Es war genau richtig so. Weil ich konnte immer in den freien Himmel schauen, die Natur genießen, sofort aufs Meer schauen. Und ja, eine Nacht hat jetzt geregnet. Stirbt man auch nicht von. Das ist einfach Otto, Digga. Ja, eine Nacht habe ich halt nackig im Regen gelegen. Stirbt man nicht von. Kein Problem. Ich mache weiter Urlaub. Es war irgendwie cool. Otto, ich will alles so nochmal machen. Vielleicht wird ja am ersten Tag die Kokosnuss. Ja, doch, die will ich auch essen. Um einfach zu wissen, wie es ist, von einem Baum Kokosnuss zu nehmen. Macher. Ansonsten würde ich alles genau so nochmal machen. Ja. Jetzt gehe ich nochmal so die einzelnen Stellen hier ab, um mich so zu verabschieden.
Das ist meine Insel und nur. Ich hoffe, er wird so abgeholt. Meine Insel. Ähnlich wie Knossi. Ja, genau, jetzt wäre er direkt zu Knossi. Junge, ich freue mich so, ich kann es gar nicht beschreiben, wie gehypt ich bin. Da ist sie hinter uns. Die letzte Nacht. Sieben Krass. Nächte von Seven vs. Wild mit Knossi. Wir haben's. Wir sind. We did it. Krass, Mann. Und jetzt heißt es erstmal aufräumen. Champions Equipment, das will ich nochmal sagen. Ja. Diese Jacke. Und diese... Dass Knossi es einfach durchgezogen hat, ne, ist immer noch geisteskrank. Hängematte. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Sind Champions Equipment von Survival Martin. Das ist ganz aus krass. Der ersten Staffel. Auch er hat damit sieben Nächte verbracht. Das kann mir keiner in Schweden. Erzählen, wie krass das ist. Und das hat mir echt, da reinzugehen in diese Jacke und zu denken, das hat ein Champion getragen. Komm, das schaffst du auch. Hat mir viel geholfen. Und hey, wenn ihr in der dritten Staffel, weiß Gott, vielleicht gibt's eine, dabei seid, gefragt wird, ich würde euch die Jacke und die Hängematte weitergeben. Ja. Ach, Knossi, Mann. Wahre Champions machen es ohne Dach. Wer ist er? Wer ist er, Junge? Ey, ich will keinen Stress. Ich will keinen Stress mit King of the Jungle haben, okay? Ich will gar keinen Stress. Ja! Es ist Willenskraft! So krass. Boah. Alles hat begonnen. Mit einem Kampf ums Überleben. Aus dem Helikopter. Ja. Irgendwo da hinten rein. Stimmt, mein das Leben vergisst man, dass Knossi fast abgenippelt ist, weil er 100 Kilometer weiter weg abgelassen wurde als alle anderen. Mir vorbeigezogen ist kein Spaß. Ich hoffe, wir sehen seine Reaktion, wo sie ihm sagen, ja, Knossi, sorry. Wir haben dich vielleicht ein bisschen weiter weg aufgedroppt, ne? Wir waren schon, es war schwierig. Ich hab's trotzdem irgendwie geschafft. Die ersten Nächte an da dieser unten. Palme geschlafen. Da unten, ja. Danach in dieses Lager da. Nach oben gezogen. Ja. Sieben Tage hier verbracht. Tiere kennengelernt. Einen Freund fürs Leben. Greenie. Regentage erlebt. Stürmisches Wetter. Krass. Wildschwein neben ihm gewesen. Und jetzt nimmt das Abenteuer sein Ende. Das ist krass, Mann. Seven vs. Wild. Die größte Herausforderung meines Lebens. Boah. Chapeau. Richtig geil, Mann. Sascha auch. Hut ab. Mit einem Gegenstand. Der Mann hat es mit einem Gegenstand geschafft. Wenn er das den anderen erzählen wird, die werden es auch nicht glauben. Mit einem Gegenstand. Er hatte also dieselben Voraussetzungen wie ein Otto und wie ein Fritz. Und wir haben gesehen, wie kacke es Fritz ging teilweise, ne? Just saying. Ah. Krass. What a letzter Tag. Es kommt der Part der Welt, wo ich auf die scheiß Boot raufsteig. Mit einem ich Gegenstand durchgezogen. Glauben, ey, ich habe so Respekt so, vor Sascha. Formcheck. Ja, 7 Tage Veränderung. Ich sehe keinen Unterschied. Boah. Also komplett abgenommen, ich sehe es hier schon bei mir selbst, komplett krass definiert. Boah, ist das arg. Ah, ja. Aber ich weiß auch nicht, wie Sascha davor aussah, ganz, muss ich sagen. Absoluter Wahnsinn. Kann nur sagen, ja, extrem wild. Die wahre Challenge war für mich zumindest persönlich die Einsamkeit. Nicht zu wissen, überlebt man den Scheiß. Ich hab da jetzt nie ein Wort mit irgendjemandem gesprochen, außer oft oder die ganze Zeit mit mir selbst. Ich würde auch so mit mir selber labern, die ganze Zeit. Oder, 24/7. Nie auf dem Handy, nie ein anderes Gesicht gesehen. Mhm. Kein Buch, nichts. Das und dann zusätzlich zu wissen, überlebe ich das? Wirklich, überlebe ich das? Das ist schon sicher heavy. Habe ich den Notfallknopf, den ich drücken kann. Aber wenn ein Salzwasserkrokodil gibt, hier gibt es nur wenige. Aber wenn es kommt und Hunger hat, bin ich weg. Dann macht oder wenn und ein du bist Blitz tot, mich ja. trifft, bin ich weg. Ja. Oder wenn das Meer zu hoch kommt und mein Shelter bricht zusammen, ich bleib hängen, er trinkt irgendwie deppert, bin ich weg. Das ist einfach was ganz, ganz anderes. Es ist eine Erfahrung, die ist so absurd, die ist so krass. Die hat mich extrem, extrem geprägt. Das glaube ich Ihnen. Nicht nur jetzt die Woche, sondern auch mein ganzes Leben. Ich bin so stolz einfach auf ihn, ganz ehrlich. Zu guter Letzt, passt auf andere und passt auf euch selbst auf.
Kleiner Schnittfehler, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Schnittfehler gesehen, ich sag's wie es ist. Okay, wir gehen aber zu Joris. Auch stolz auf Joris, sehr stolz auf Joris. Nochmal ganz Muss kurz ich sagen. Ein paar abschließende Worte. Sehr stolz auf ich Joris. Ich fand's ein Megaprojekt. Ich versuche die letzten 7 Tage gerade so ein bisschen Geil. Revue passieren zu lassen. Ich fand's auch cool, dass Joris dabei war. Hier und da war sein Redeanteil vielleicht ein bisschen zu lang. Aber ich fand's eigentlich gerade die letzten 2-3 Folgen war Joris super interessant. Er hat richtig geilen Content geliefert, auch bei der Foto-Challenge, seine Nachtwanderung, wo er in der Nacht sein Shelter umgebaut hat. Ich fand, er war ein super cooler Ruhepol und ein richtig cooler, cooler Kandidat, weil er Abwechslung reingebracht hat, weil er eben ganz anders teilweise gehandelt hat als die anderen. Aber es funktioniert einfach nicht. Es ist so viel passiert, das ist krass. Ich bin meinen Erwartungen so halbwegs gerecht geworden, sage ich mal. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Perspektiven bieten. Safe, es war cool, dass er dabei war, auf jeden Fall. Habe ich enjoyed. Geile 7 Tage. Ich bin so happy, dass ich dabei sein durfte. Ich habe schon 1000 Mal gesagt, aber das ist nicht genug. Es war so geil. Ich bin einfach nur happy. Auch, dass das Orga-Team gleich kommt, hoffentlich mit Burrito, Snickers und einer Cola. Ich glaube, wir haben einfach nur Y-Food und Wasser. Wir dürfen jede Minute da sein, in dem Sinne. Ja. Oh, ich freue mich jetzt auf wir die Abholung, sehen uns dann Junge. Später bei der ich bin so gespannt. Denke ich mal. Oder vielleicht schon auf dem Boot. Ich weiß es nicht. Ich freue mich so auf die Abholung. Wir sehen. Jetzt. Challenge-Ergebnisse. Achso, Outfit des Tages. Stimmt, ja. Da hat Joris. Also, da hat Otto gewonnen. Otto hat ja alles abgegeben, ne? Otto hat alles abgegeben. Oder? Ja. Otto 8, Joris 8, Knossi 7, Fritz 6, Sascha 5. Da haben echt alle nochmal richtig rasiert. Und ich denke mal, von der Punktzahl her wird Otto gewinnen, ne? Weil der hatte auch bei Fotografie volle Punktzahl. Bei Feuer war er Zweiter, hier volle Punktzahl. Bei Bogen war er auch Erster. Ja, der Otto hat gewonnen, auf jeden Fall. Otto hat gewonnen. Muss. Es kann sich nicht anders rechnen. Weil Fritz hat auf jeden Fall nicht gewonnen. Der war immer so im Mittelfeld tatsächlich die meiste Zeit. Knossi hat 2-mal gewonnen. Bei Fotografie mit Otto auf den ersten Platz, glaube ich. Und beim Feuer hat er gewonnen. Bogenschießen war Knossi halt immerhin dabei. Was gab's noch? Wasser. Wasser hat Otto auch gewonnen, oder? Wasser hat Otto auch gewonnen gehabt, glaube ich, oder? Also, ich sag Otto auf Platz 1. Joris oder Knossi Platz. Ich sag Joris oder Knossi Platz 2, aber wahrscheinlich eher Joris und Fritz, wobei Fritz kann auch. Die drei kann ich nicht einschätzen, die sind alle gleich vom Level her. Joris, Knossi, Fritz haben alle relativ gleich performt, I guess. Boah, es geht los! Junge! Ich bin so gehypt! Oh mein Gott. Tatsächlich haben es alle 5 noch geschafft. Nora und Sabrina raus. Es tut mir leid für die, echt. Die haben aber auch richtig gekämpft und ich bin sehr stolz auf die. Und alle anderen 5 sind drin. Haben es geschafft, sind durch. Boah. Es ist crazy. Es ist so crazy. Joris der Erste? Nee. Otto oder Fritz? Fritz ist das, ne? Fritz. Geil, Mann. Boah. Wie geil. Es ist so krass, weil ich freue mich gerade so, das so zu sehen einfach. Weil Fritz weiß ja noch nicht. Fritz könnte auch denken, oh fuck, bin ich der Letzte, der drin ist? Keiner ist im Boot. Was ist los? Er könnte auch der Letzte sein, er weiß es noch nicht. Es macht so Bock. Es macht so Bock für mich gerade. Ich sag's, wie es ist. Holy, macht es Bock. Oh. Zum Glückwunsch. Boah. Ich würde direkt weinen, glaube ich. Ich würde weinen. Ich glaube, Fritz macht's auch, oder? Ich würde direkt weinen.
Herzlichen fucking Glückwunsch. Das musst du, ja, das ist emotional. Boah, ich muss aber kurz atmen, ey. Puh. Boah. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es mich so bekommt. Krass. Wie war's? Alter, Hölle. Ey, und scheiß Schweden dagegen. Urlaub. Sag ich dir, wie es ist. Das war 7 Tage Hölle. Da hab ich mich schon richtig drauf gefreut, Alter. Oh. Werbungsmaster, Jimmy. Ich sag's euch ganz ehrlich, habe ich mich seit 4 Tagen schon drauf gefreut. Das muss ehrlich geil sein. Egal, ob das jetzt Werbung ist oder nicht, das muss so geil sein. So süß, kalt, lecker. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, jetzt direkt so zu sehen. Hey, lass dich drücken. Sorry. Macher. Geil. Tschüss. Ich werde nicht vermissen. Sehr sympathisches, kleines Detail gerade, dass er auch dem Boot, Kapitän, keine Ahnung, die Hand gegeben hat. Finde ich sehr sympathisch. Ach ja. Da steht einfach die Urgewalt Otto, Digga. Holy shit, Gigachat. Wie er da steht. Macher. Geil. Nackt, komplett nackt. Wie es sich gehört. Du musst nach hinten! Einfach Green Arrow, Digga. 5 Jahre auf der einsamen Insel. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind. Mega gut. Es tat sehr gut. Hat richtig Spaß gemacht. Also richtig Spaß gemacht. Einfach Otto. Ich hab den Platz lieben gelernt. Ja, Sonne, ey. Boah, so geil, Mann. Hey, ich freu mich voll. Schön, wie war euer Urlaub? So, ja, geil, Mann. Ich hab einfach hier ein bisschen Beine hoch, mich gesonnt. Ja, war schön. Ein bisschen Regen, schade. Naja. Otto, Junge. Ja, dafür, dass es angeblich so ein Scheißspot ist, Otto. Sein sollte, ist alles mega. Bis auf Sandstrand ist alles da. Und das Coole ist, ich hab hier direkt rechts die Mangroven. Das heißt, ich bin voll durch die Mangroven durch und bin mir sehr, sehr sicher, dass ich Krokodil gesehen habe. Dreimal. Oh, jetzt Fritz und Otto reunited zu sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Die beiden so zusammen zu sehen. Oh, er hat sich versteckt, er hat sich versteckt. Er hat sich versteckt. Er hat sich versteckt. Er hat sich versteckt. Der Fuchs. Mein Lieber. Was? Simsalabim! Hast du jetzt versteckt oder? Oh. Oh, fettes Mann, Danke, Alter. Ey. Ja. Alter. Krank Scheiße, ey. Oh, ey, ich werd, weiß nicht, Digga, ich werde emotional ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Ich werde ein bisschen emotional gerade. Ein bisschen emotionali. Voll so schön. Hier, Otto, gönn dir mal. Danke, danke. Eiskalt. Serious. Ey, ich hab so Bock, das jetzt auch zu trinken. Die Werbung funktioniert bei mir einfach wieder zu doll. Ich hab so Bock jetzt. Gib. Ich hab doch Bock. Und was glaubst du, wie viele sind noch drin? Seid ihr die einzigen? Kommen noch welche? Was glaubst du? Einfach Bauchgefühl. Fritz und ich sind die einzigen. Was sagt Fritz? Ich nick jetzt. Ihr habt Nickerchen gemacht auf Steinterrasse. Jetzt Knossi, Junge. Da kommt keiner. Hey, warte mal, wir holen doch noch wen? Ja, ihr holt noch. Hey, was? Knossi? Ihr holt noch 3 nee, Leute. Was? Hey, warte mal, was? Nee. Ihr holt noch 3 Leute ab. Holy shit. Nein!
Da ist ein roter Packsack. Da steht irgendwer. Ja, warte mal. Ich lieb das gerade. Hey, Alter, der hat das gepackt. Das kannst du keinem erzählen, warte. Ich lieb das. Das ist Knossi, ne? Das ist Knossi. Das ist Knossi-Spot. Die holen Knossi ab. Es ist so schön. Es ist so schön. Oh, geile Reihenfolge, wie sie sie abholen. Geil ist dieser Typ. Die können es kaum glauben. Guck die an. Ich hab die ganze Serie auf diese Reaktion gefühlt gewartet. Guck die an. Die können es nicht glauben. Und natürlich können sie es nicht glauben. Weil es hätte keiner gedacht. Er hat es geschafft. Wir gehen rein mit, oder? Wie geil ist das, Mann? Oh, wie Fritz und Otto sich auch freuen. Wie sie sich freuen für ihn. Oh, ey, das ist echt. Das ist wunderschöne Aufnahmen gerade. Das sind wunderschöne Aufnahmen. Ey, wie ich mich freue, ne? Wenn die wüssten, wie Knossi gekämpft hat auch, ne? Mit was er zu kämpfen hatte. Wo sind die anderen? Wissen wir noch nicht. Wissen wir nicht. Ey, mehr als davor. Das ist geil. Hier auf diesem Strand war schwer. Das ist eine scheiß Legende, Alter. Das ist irre, Mann. Krass. Ich war immer Elbe und Flut. Ich hab den Nachmittag, war hier nur noch Wasser. Pass auf, meine Krebse. Pass auf, meine Krebse. Oh, wie da, süß. Das ist Greeny. Den hab ich gebaut. Für die Leute. Die von hier, Baum des Todes. Bei mir hat eine Wurzel reingesteckt. Aber ich hab Medikit nicht aufgemacht. Das war Tag 1. Ich hab Medikit nicht aufgemacht für Punkt. Krass, ey. Und ich hab hier an der Seite Wunder. Das bleiben jetzt auch alles hier drauf, ne? Aber hier zwischen die Eier. Zwischen die Eier. Och mein Gott, ist es schön. Ich hatte schon Pipi in den Augen, Echt, es ist so schön und emotional irgendwie, diese Folge ist wunderschön. Ich sag's dir, es ist wunderschön. Wunderschön. Oh, laut eine Kippe! Oh ja, das ist... Wow, this is food! Sam vs. Wild Edition! Marketing-Profi. Wow, freue ich mich. Marketing-Profi, Logo schön vorne zu sehen, wichtig. Nach 7 Tagen. Boah. Die Folge ist so viel schöner, als ich es mir sogar vorgestellt habe, ne? Boah. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe richtig Herzklopfen so. Stellt euch vor, sie vergessen. Sascha Huber und Knossi reunited. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Nein, einfach. Beziehungsweise du hast dich im Dark verzählt oder so. Und wenn er gleich noch sagt, er hat nur einen Gegenstand benutzt, die werden es ihm nicht glauben. Boah, das war heftig. Ich erkenn's nicht richtig. Ich erkenn gar nichts. Ach, das ist Sabrina. Das ist Sabrina. Nee, es ist nicht. Jetzt ist gleich soweit, gleich soweit. Das ist nicht Sabrina. Ich glaube, das ist Sascha, oder? Oder Jova. Nein, nein. Jova. Wer ist Jova? Jova, es war das abgesprochen. Ja, Freunde, sie sind da! Sie sind da! Oh mein Gott, sie sind da! Ja. 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 Zack, jetzt Fackel gezündet. Ich glaube, das ist Sascha. Ja. Sascha! Oh mein Gott, Freunde! Sie sind da! Was ist okay, los? Okay, man erkennt den Mann halt aber auch nicht, ne? Er hat sich so vermummt. Ah.
Holy shit, ja! Mir ist vielleicht nicht alles gelungen. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht der Gewinner sein. Aber das ist mir scheißegal, Freunde. Denn ich habe mein Bestes gegeben. Ja, Mann. Die Grenzen ausgetestet, über meine Grenzen gegangen. Und ja, ich bin mächtig stolz auf mich. Ich habe die Team 3 durchgestanden. Mit einem Gegenstand? Mit nur einem Gegenstand. Und das, ja, obwohl ich keine Erfahrung im Survival habe, Freunde. Ich bin mächtig stolz auf mich. Ich hoffe, ihr auch. Und jetzt ist endlich Horn. Ich bin so stolz, ne? Mindset-Profi. Freunde, vielen Dank auch an euch. Vielen Dank für euren Support. Sascha Huber immer im YouTube-Video drin. Man muss es dazu sagen, ne? Dankeschön! Geil. Ja, ja. Ganz, ja, ganz krass. Sascha! Ey, ist das geil, Alter. Sascha, wir haben's! Wir haben's geschafft, endlich! Eine Woche ist vorbei! Wie geil, Junge. Ich bin so stolz auf diesen Mann auch, ne? Bro. Oh. Der ist echt am Ende. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Glückwunsch. Du hast es gepackt. Danke. Danke. Boah, der ist echt, der läuft auf dem Zahnfleisch, ne? Krass. Oh, Vector. Danke, Insel. Danke für alles. Und danke für nix. Wilson! Wir haben Wilson vergessen. Wilson muss nur mit. Wilson ist mein Beschützer. Ich hab Wilson gefunden. Boah, das glaubt ihr mir nicht. Wilson und Greeny. Hat mein Shelter beschützt. Bis zum Ende. Es ist gerade nicht gefallen. Wilson! Ja! Ich bin immer auf alle Fälle mit. Boah, jetzt krass. Aufs Boot, Alter. Boah, wie lange. Menschen! Sascha! Jawoll! Boah, der sieht auch fertig aus. Wir haben's! Sascha, wir haben's geschafft! Mann, Alter! Wir haben's geschafft! Oh, ich freu mich so! Das sind so schöne Aufnahmen, holy shit! Du hast mir vier! Du hast dumme Schuhe an! Ich hab neun Yeezys! Wie schaust du aus, Mann, der Bart? Scheiße, geil! Fertig, an. Geil! Ey, das ist so schön! Boah, ist das gut. Ey, ich habe echt Pipi in den Augen, ne? Was soll ich sagen, Mann? Es ist so schön irgendwie. Jetzt sehen sie einfach, sie denken, mit wem holen wir noch ab alles? Joris, Mann. Joris. Echt krass. Hey, warte da, die Jungs kommen gleich zu dir. Hey. Krass. Heftig. Wie war's? Geil, war richtig gut. War richtig, richtig gut. War krass. Alter, die alle zu sehen, ne? Sind alle schon abgeholt? Bin ich der Letzte? Krass. Wie war's mit Essen bei dir? Ich hab gar nichts gegessen. Nix? Nein, ich hab kein Feuer anbekommen, ich bin tot. Ah. Danke dir. Richtig. Boah, Junge, Joris hat richtig Bock darauf. Die ist weg, die Flasche, die ist weg direkt. Geil. Geil, Alter. Alle abgenommen, Alter. Hey. Junge. Komm her. Alter. Ja. Siehst du geil aus, Mann. Geil. Boah, ist so schön, Junge. Ich bin so stolz auf alle. Oh,
jetzt ist mit Sabrina und Noval. Okay, ey, das wird emotional jetzt, was soll ich sagen. Ach, Mann, das ist schon schön. Was soll ich sagen, Mann. Digga, das ist schon sehr schön. Oh nee, ich bin nicht bereit dafür, nee. Ey Jungs, ganz kurz, ich will nur sagen, ich sehe jetzt schon so aus. Ich sehe jetzt schon so aus. Was macht dieses YouTube-Format mit uns? Ich bin auch nicht bereit dafür. Nee, okay. Wir gehen rein. Das wird mich brechen. Das wird mich brechen. Digga. Oh, ey, wir können doch jetzt nicht so zu Fakten kommen, Junge. Was ist denn das denn für ein Heartbreak hier? Ich bin doch noch voll emotionale Röhre hier gerade. Wir sind doch gerade noch dabei, hier ein bisschen glücklich und traurig zu sein. Ey. Das hat mich echt gerade mitgenommen. Also positiv mitgenommen, einfach weil es so schön war, Mann. Es war so schön, Knossi zu sehen. Mit seiner Freundin, Mann. Alle wieder zusammen zu sehen. Ich bin so stolz. Keine Ahnung, dieses Projekt war so schön. Das war echt, muss man sagen, Shoutouts. Das ist sehr emotional gewesen, die Abholung. Holy. Okay, ey, jetzt aber. Genug davon. Boah, das hat mich echt... Boah, holy shit, okay. Gewichtsverlust. Boah, okay. Ja, Knossi wird am meisten verloren haben. Der Knossi oder Sascha, denke ich. Ja. Krass, okay. Knossi hat 10 Kilo abgenommen. Holy shit. Knossi hat 10 Kilo abgenommen? Der Mann hat 10 Kilo abgenommen. Das ist schon krass, ne? In einer Woche 10 Kilo, Junge. Das ist ja ganz, 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 ganz krass. Das ist ein guter, guter Kilo pro Tag. Boah. Krass. Joris 6 Kilo. Ach, die sind gar nicht... Ach, warte mal. Die sind gar nicht geordnet nach. Wer hat am meisten abgenommen? Differenz 7 Kilo. Okay. Krass. Ah, okay, das Prozentual vom eigentlichen Körpergewicht. Okay, so gerankt worden. Okay. Knossi direkt am Tropf auch. Ja. Ey, ich weiß nicht warum, ich bin schon wieder so emotional, Junge. Es ist so schön, dass die alle zusammen zu sehen. Keine Ahnung warum, aber diese Staffel, man hat so eine ganz enge Connection aufgebaut zu den Kandidaten. Wisst ihr, man hat sich verbunden gefühlt mehr. Weiß nicht. Das war diese Staffel echt, weiß ich nicht, es war anders als erste Staffel ein bisschen. Und natürlich die Musik und Editing und so, ey. Wow. Das müssen wir rausholen. Ja, dieses Fremdkörper muss rauskommen. Ja. Weil Gefahr ist dabei, direkt darunter ist Knochen. Ein Knochenteil kann sein, was du verlierst. Ich finde es auch schön, dass ihr euch die weißen Kittel extra anzieht. Ja. Weiße Kittel, ja. Wir haben unsere Hände gewaschen, das reicht dir schon. Wenn wir sie Spannung geben. Oh. Okay, das muss doch reichen jetzt, oder? Boah, okay, das ist schon hart. Krass, dass wir es jetzt direkt sehen, einfach so. Ey, guck mal, geil. Scheiße, direkt weiter, ey. Ey, du hast es.
so ja, wunderbar gemacht. War gar nicht so schlimm, oder? Als wenn es sein Job wäre. War schon widerlich. Der Arzt seines Vertrauens, oder? Ey, ja, wirklich. Das war von Wurzel. Krass, das war echt die ganze Zeit bei Knossi im Fuß drin. Boah, das war seit Tag 1 in seinem Fuß. Das ist krass, ne? Wenn man das jetzt so sieht. Und boah, ich habe die Wurzel rausgezogen und das ist drin geblieben. Okay, das hätten wir so nicht rausgekriegt. Krass. Holy shit, seit Tag 1 war das bei ihm drin. Gesamtauswertung. Okay, also wie gesagt, ich gehe sehr stark davon aus, Otto hat gewonnen. Dann Platz 2, Joris, Fritz, Knossi. Wobei, ich denke eher Joris oder Fritz. Knossi. Vorher hat er gewonnen, Bilder-Challenge hat er mit Otto zusammen gewonnen, glaube ich, ne? Aber Foto-Challenge war Joris auch sehr gut. Temperatur, Knossi gewonnen. Bogen war er dafür sehr schlecht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich sag, Kleidung war aber auch noch gut. Aber Kleidung hat Joris auch noch. Also ich sag, 1 Otto, 2 Joris oder Knossi, aber ich sag Joris. Dicht gefolgt von Fritz und Knossi irgendwie so. Weiß ich nicht. Scheiß drauf. Show it. Herzlich willkommen, Teilnehmer. Jetzt ist der große Moment. Oh, die wissen es selber noch nicht. Geil gemacht. Sehr geil gemacht. Das Einzige, was ich doof finde, ein bisschen, dass jetzt alles so peu à peu schnell, schnell, schnell kommt. Ich hätte mir eine Folge gewünscht, Abholung. Eine Folge Nachbesprechung. Eine Folge, keine Ahnung was noch. Wir verkünden, wer hat wie viele Punkte und wer ist der Gewinner der zweiten Staffel 7 vs. Wild. Das ist super interessant jetzt halt, ne? Ich hoffe, sie fangen hinten an. Müssen sie. Zuerst ausgeschieden und damit leider Platz 7, Nova. Als zweites ausgeschieden, Sabrina, damit 6. Platz. Okay, jetzt bin ich gespannt schon. Jetzt müsste eigentlich nach meiner Rechnung Sascha kommen, weil Joris hat immer ein bisschen besser performt als Sascha. Platz 5. Sascha! So, jetzt bin ich schon gespannt. Ich weiß es nicht. Starker Platz 4, Knossi. Oh, okay, Knossi Platz 4 tatsächlich. Ich dachte, dass Knossi vielleicht vor Fritz landet. Hätte ich mir gewünscht. Krass. Platz 3, der Gewinner vom letzten Jahr, Fritz. Ja. Oh, Fritz ist gerade schon gebrochen. Fritz ist gebrochen. Man sieht's ein bisschen. Fritz ist gebrochen. Fritz denkt sich, Platz 3. Gebrochen. Ist ein bisschen gebrochen, glaube ich. Aber der muss Platz 2 halt Joris sein und Platz 1 Otto. Ja. Und die große Überraschung. Otto auf Platz 1, Joris auf Platz 2. Boah, okay. Ja, ja. Haben sie aber gut gemacht, nochmal so rum gesagt. Krass. Geil. So, da bin ich gespannt. Okay, es war doch noch ein sehr großer Unterschied zwischen Knossi und Fritz. Okay, krass. Krass, wo war denn der Unterschied so groß? Beim Bogenschießen und beim Wasser wahrscheinlich, ne? Krass, okay. Das war echt noch ein sehr großer Unterschied von 6 Punkten. Ja, okay. 6 Punkte, ja. Digga, Joris haben, das sehe ich jetzt erst, 2 Punkte haben Joris gefehlt, dass er gleich auf war mit Otto. 2 Punkte, das ist schon insane, ne? 2 Punkte ist schon krass. Geil. Dass Knossi Platz 4 wird, hätte auch keiner geglaubt, ne? Hätte sie auch keiner geglaubt vorher. Krass. Wir haben auf die Community gehört, bei diesem Projekt geht es nicht darum, wer gewinnt, sondern darum, die 7 Tage durchzukommen. Für jeden, der die 7 Tage schafft, gibt es dieses Jahr 7.000 Euro. Oha. Damit haben wir einen Gesamtpool von 35.000 Euro, gesponsert von Rhino Shield. Oha, Digga, 7.000 Euro nochmal so mitnehmen, ist natürlich auch nicht schlecht. Gerade für Joris, der ja nicht so aktiv im Social-Media-Bereich ist, ist das natürlich nochmal eine andere Stange Geld, ne?
Jeder hat sein eigenes Ziel. Da kann er in seinem eigenen Kanal vielleicht was zu erzählen, warum er dieses Ziel gewählt hat. Wir bedanken uns bei euch, bei den Teilnehmern, bei der ganzen Crew. Ja. Und ich würde sagen, die letzten Worte hat Fritz, wenn er denn möchte. Also erstmal vorweg, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen kann ich nicht ganz viel sprechen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die dieses Jahr mit dabei waren, natürlich bei allen Teilnehmern. Die Nominierung war definitiv auf eine kleine gemeinige Art, aber ich denke, der Community und euch hat sie gefallen. Ich fand die ganze Vorbereitungsphase geil, dass sich jeder reingehangen hat, was probiert hat, Streams gemacht hat, darauf reagiert hat. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, ein ganz, ganz fettes Dankeschön geht an die komplette Orga-Team, an jeden Einzelnen. Ich find's super geil, dass wir diesmal auch ein Behind the Scenes. Ja, das war so geil. Da schauen wir uns noch alles an. Die ganzen Interviews werden wir uns noch zusammen ansehen. Freue ich mich sehr drauf. Alles nochmal selbst sehen können, weil selbst wir als Teilnehmer haben das noch nicht gesehen. Deswegen würde ich sagen, einfach nochmal gemeinsamen Applaus für jeden von uns, die mit dabei waren. Fettes, fettes Dankeschön. Beste Show! Es gibt auch noch eine kleine Medaille. Ich muss selber mal gucken. Das wirklich? Rein. Mega! Oh. Danke! Geil! Yay! Wow, ehrlich. Ehrenplatz! Das ist aber wirklich krass! Geil! Das ist schön! Ja! Das war's! Von Seven in Wild! Danke fürs Zuschauen! Man könnte denken, das wäre Knossis Format, ne? Fritz ist aber Fritz kann Format und Fritz Kanal. Beste Show! Das war kein krass. Wow. Seven versus Wild, Panama. Das war richtig gut, Mann. Der Abschluss dieser Serie war wunderschön gemacht. Ey, ich saß hier, hab geheult, Junge. Was soll ich sagen? Was soll ich euch erzählen? Das war zu emotional. Das war einfach viel zu emotional. Es war wunderschön. Ich hab's unfassbar enjoyed, mit euch das zusammen hier zu schauen. Sorry auch für die Verspätung jetzt gegen Ende. Wir werden uns, wie gesagt, alle Behind-the-Scenes-Sachen, die Interviews, alle noch zusammen ansehen in den kommenden Tagen. Ich freue mich unfassbar doll drauf. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Und es war mir eine Ehre, das mit euch hier anschauen zu dürfen und teilen zu dürfen. Ich freue mich auf die Behind-the-Scenes-Sachen, die wir uns auch ansehen werden zusammen. Und bedanke mich bei jedem fürs Zusehen. Es war unfassbar geil. Wir sehen uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer natürlich, Freunde. Und ciao.